Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Small and Voucher und mit unserem Alderle. Schön, dass ihr da seid. Gestern haben wir hier schon mal fleißig angefangen. Entsprechend ist die Lust gewachsen, weiterzumachen. Ich hatte ja gesagt, das Gebäude reiße ich ab. Ich glaube, da wollt ihr dabei sein, wenn wir jetzt hier einmal richtig durchfegen und alles abreißen. Die Kisten sind soweit leer, das prüfe ich jetzt gerade nochmal. Da müssen wir nochmal ran. Die Kisten dürften leer sein, damit ich da nicht aus Versehen Mats rausschmeiße. Ich glaube, die sind leer. Das sind 1, 2, 4, 5. Oben steht noch eine sechste Kiste. Also, pass auf. Dann bremsen wir das jetzt heute alles weg. Freue ich mich drauf. Weil ich muss erstmal gucken. Vielleicht brauche ich gar kein Material holen. So, zack. Fünf Kisten. Machen wir erstmal die. Die können wir ja, ups, da drüben gleich neu aufsetzen. Und hier haben wir noch eine Graskiste. Die dürfte auch leer sein. So, Schawübbelchen. Hier, oder gucken wir mal. Ich habe jetzt aber noch kein Ordnungssystem mir so weit überlegt, als dass ich es jetzt schon anbieten könnte. Okay, das müssen wir anders machen. Das müssen wir dann anders machen, dass das hier gleich auf ist. Näher zusammensetzen kann ich sie nicht. Die ein Stück weiter raus reicht nicht für hier. Also entweder setze ich sie dann so. Müsste ich mal kurz gucken, wie es mit dem Laufrand dann ist. Wie dicht kann ich die zusammensetzen? So. Dann steht sie hier auch drüber, ne? Aber hier hätte ich halt viel mehr Möglichkeiten. Was aber das Hochregallager dann unnötig macht. Weißt du, ich meine, Hochregallager ist halt eine Geschichte, die will man. Ich würde eher sagen, wir verkürzen auf 3 pro Säuleneinheit. Ja, ich glaube, das gefällt mir dann besser. Wir verkürzen auf 3 und dann fangen wir nämlich jetzt hier einfach mal in der Mitte an. Das andere setze ich dann irgendwie nach der Folge um, ne? Zack. Ah ja, dann machen wir es gleich so. Dann machen wir es gleich großzügig. Dann können da später auch noch schöne Lämpchen zwischen rein, wenn wir das wollen. Machen wir es so. Hier 3, da 3. Und der Rest kommt dann hoch. Ins Hochregal. Das sind dann die Sachen, die. Was weiß ich, wir werden also hier wahrscheinlich 5 Millionen Kisten haben mit Augen drin und sowas, weißt so, aber du musst jetzt ja nicht alle Mats verschießen. Gut, hier war dann das Knoblauchzeugs drin. Ich glaube, hier vorne habe ich angefangen mit Holz, mit Fasern. Das ist so das, was man als erstes findet, plus halt die Supermats vom Strand hier. Das ist eigentlich auch ein Produktionsweg, ne? Da könnte man eigentlich eine eigene Kiste machen. So, Leute, jetzt gehen wir abreisen. Jetzt gehen wir abreisen. Er sitzt jetzt da oben. Das ist auch ziemlich cool, wenn du einloggst. Wie machen wir es denn? Ich nehme die Struktur weg, dann fällt es ja eh in sich zusammen, oder? Kann ich das mal mit irgendwas testen? Ob ich da auch wirklich alle Mats kriege? Warte mal, ich nehme das mal. Kommt es jetzt hier wegen dem Blatt nicht rein oder was? Mach den mal weg. Auf einmal hebt es, ne? Ja, ich glaube schon, dass wir hier Mats zurückkriegen, alle. Aber irgendwie macht es aber auch Laune, gerade es einfach abzureißen hier. Weißt du, kannst nämlich einfach. Ich glaube, hier sieht man jetzt ganz schön, dass Spielen für mich immer noch Spielen ist und dass ich mir auch gar keinen Stress mache, wenn ich mal was abreiße, ne? Da habe ich überhaupt kein Problem. Hat ein bisschen Zeit gekostet, das aufzubauen, aber ich spiele ja eben bewusst in der Zeit, in der ich spiele, weißt du? Schwer zu erklären. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache. Ich lieb's. Ich lieb's. So. Und ich bin nach dieser Runde viel zufriedener als jetzt in der letzten zum Beispiel, ne? Ja, aber du, wenn wir jetzt hier gerade so eine riesen Materialschlacht von Stark, guck mal, wie viel Zeugs wir da jetzt gleich haben. Dann können wir ja eigentlich hinten das Lager auch kurz bedachen. Dann wäre es erledigt. Jo, das war ein guter. Oh, wie es runterfloppt. Also guck mal, trotz vieler Einzelteile auf dem Boden, die Performance ist immer noch okay. Aber man spürt's. Man spürt's. So. Jetzt ist unser Bäumle wieder frei. Hinten hängt der Schwanz raus vom Gecko. Sehr, sehr geil. Jetzt wirkt es gerade ein bisschen so, wie es wirken soll. Töne Gedichte. Schöne Geschichte.
Ja, aber bevor ich jetzt das Hochregallager mache, lass mich mal ganz kurz gucken. Was kriegen wir denn raus? Oh, die habe ich alle falsch rumgesetzt, hä? Guck mal, die habe ich alle falsch rumgesetzt unten. Muss ich mal angleichen, die Tage. So sieht es eher aus wie ein Knast. Wobei ein Hochregallager, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das von außen so einbruchsicher aussieht, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Müsste ich mir aber fast mal angucken, wenn ich das hier gebaut habe. Das wollte ich ja jetzt auch machen. Naja. Ich nehme einfach mal eine komplette Rinde hier mal rüber. Und dann fatzen wir erstmal kurz hier durch. Und zwar geht es darum, die Fundamente erlaubt er mir gerade einige. Soweit ist es klar. Dann müssen wir das rüberspiegeln. Hier ist die Tür. 1, 2, 3, 4 Elemente in die Richtung. 1, 2, 3, 4 ist dann das Maximum, ne? Das gleiche Spiel hier, weil wir die Rundung erst dann haben. Aber dann sehen wir das auch mit der Rundung. Das wollten wir doch eben machen. Und später, bevor wir aufhören, gucken wir mal, wie viel Gegengiftzeug wir schon haben. Ob wir noch was besorgen müssen, bevor wir morgen die Spinne machen. So, und jetzt geht's eigentlich hier weiter. Mit diesem, ne? Also, wenn ich es richtig sehe, muss der dahin. Ich glaube, ich sehe es richtig, ne? Dann muss der wieder dahin. Jetzt muss ich tatsächlich kurz rein, weil ich nicht weiß. Die habe ich dann längs die zwei unter der Apotheke. Den siehst du hier eigentlich gar nicht, aber dann habe ich nebendran längs, längs. Alles so weit, wie ich kann, längs. Längs. Jetzt muss ich kurz gucken. Längs. Längs. Ist das draußen alles Kante oder ist da nochmal was Rundes bei? Eigentlich nicht. So, und bei den äußeren. Rund, längs, längs kommt jetzt rund, rund. Das wird eine schöne Base. Erzähl mir doch kein Scheiß. Stimmt das so? Irgendwas habe ich verkehrt. Leute, irgendwas habe ich verkehrt. Soweit ist klar, ne? Gerade, gerade, rund, rund. Ich glaube, ich habe es zu lang gezogen. Könnte sein, dass ich es zu lang gezogen habe. Fände ich persönlich gut. Ich muss nochmal abzählen, geschwind. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4. Ja, wir haben gesagt 5, ne? 4 sind es und 5 habe ich gemacht. So. Dann haben wir hier außen später Platz vielleicht für die Windmühle. Jo, das müssen wir jetzt schon fertig ziehen. Das will ich jetzt schon haben. Wir haben nun das Fenster mit dem länglichen hier. Aber das gerade längliche war das. Sag ich mal, ihmchen hier. Ja, soweit klar. Dann machen wir hier einmal eine Mauer hin für einen Moment. Damit es gleich schon gespiegelt aussieht. Zack. Dann haben wir hier diesen Inversiven. Inversiv haben wir allerdings mit diesen Rundfensterchen gemacht. Und dann haben wir das hier praktisch dagegen gesetzt, nur mal nach außen rund. Im Moment sieht es noch so ein bisschen aus wie so eine Cowboy-Stadt, ne? So eine Cowboy-Stadt-Kulisse. Vorne fällt das Gebäude und hinten eigentlich nur Sperrholz. So. Dann müsste das jetzt genau so aussehen wie auf der anderen Seite. Ja, das passt. Hier geht es dann rum und hier geht es rum. So, und dann haben wir oben. Jetzt wird es interessant. Hier haben wir dann so eine halbrunde Geschichte drauf. Und hier sind wir aber noch nicht wirklich viel weiter. Und das hier passt ja auch noch nicht ganz hier, ne? Das da. Das passt ja auch noch nicht ganz.
So wird's, glaube ich. Das kann ich nachher aufheben. So wird's. Und das gleiche Spiel haben wir dann hier. Mit einem... Mit so einem, ne? Also man merkt die Performance vom Spiel schon. Beim Bauen gerade. Aber das soll... Ist halt nur, wenn du den Bauhammer in der Hand hast, schätze ich mal. Wenn ich ihn weglege, ist wieder alles, wie es war. Die sehen für mich gleich aus. Na gut. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal, was für mich wie aussieht. So, Leute, schaut es euch an. Es wird immer mehr meine Base. Dachte ich gerade, da wäre eine Lücke drin. Ja, ich sehe es auch. Ich sehe es auch. Wenn das die Mitte ist. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Also das ist mittig, aber das Gebäude nicht mehr. Scheiße. Scheiße. Ha, scheiße. Also entweder muss ich das ganze Gebäude jetzt versetzen oder ich mache es um eins breiter. Größer ist immer besser. Größer ist immer besser. Ich habe mir jetzt gleich mal überlegt, weißt du, dann mache ich lieber den Eingang breiter. Dann ist das auch okay. So, hier würde ich allerdings jetzt dann auch ein Geländer hinformen, wenn ich es darf. Ja, jetzt wackelt es dann doch schon ganz schön. Perfekt. Jetzt brauchen wir oben den hier. Also ich will das jetzt schon noch dann tatsächlich heute fürs Auge uns richtig ranholen. Den brauchen wir auf jeden Fall für oben. Ich überlege gerade, ob ich die Küche umsetze. So, dann haben wir hier einen zu und einen halb. Und ich nehme an, hier auch, ne? Aber da ist es halt noch nicht sicher, ob das so bleibt. So, mein Saloon. Ja, wenn ich da jetzt noch ein Fenster hinmache, dann passt das auch mit dem Schwanz. So, wir haben das Gebäude gespiegelt. Zumindest mal die Front. Dann kommst du hier gemütlich rein. Später läufst du durch ins Hochregallager. Was ich nicht weiß, da werden wir aber die Mats jetzt nicht haben, dass ich es komplett fertig baue. Fundamente, obwohl. Wir können ja hier schon mal ein bisschen verbreitern. Vielleicht kann ich es ja doch einigermaßen. Dann kann ja die Leiter später hier wieder weg. Es sei denn, ich mache unser Zwischengebäude nicht ganz so breit. Ja, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber das sage ich immer, wirken lassen, wirken lassen. Mach's mal bündig bis hierher. Vielleicht mache ich das einfach so. Da habe ich auch das Gefühl, ich habe mich schon wieder verbaut. Ne, zwei Leitern, rechte Seite. Zwei Leitern, rechte Seite. Hier ist es halt die linke Seite. Aber wir kommen hier genau drauf. Weißt du, wenn ich dann hier so einen Innenhof lasse? Also wir müssen es von der Optik her auf jeden Fall so weit verbreitern schon mal. Das Schöne ist, wenn du viel Platz dann in der Base hast, dann bist du nicht mehr... Jetzt habe ich gerade gedacht, da kommt was. Dann bist du halt nicht verpflichtet, alles dicht auf dich zu setzen. Ne? So. Wenn ich das so mache und das als Laufsteg, wenn ich muss es als Dreierlaufsteg wirken lassen. So, wir könnten ja dann theoretisch das hier auch abrunden. Dann komme ich aber wahrscheinlich zu weit raus. Ich muss es mir mal angucken. Ja gut, das macht er nicht. Da war nichts. Wenn ich es hier abrunde. Also von der Größe wird es mir gefallen, weil wir müssen halt bedenken mit dem Dach, ne? Wenn da noch ein Dach drauf soll oben, das dann vielleicht so mit so einem kleinen Balkon, da dürfen wir eh nicht noch viel breiter werden. Wenn ich es auf 2 mache, wirkt es im Prinzip aber zu schmal. Ich muss kurz mir das angucken. So, pass mal auf, wir gehen kurz pennen. Wenn er mich lässt. Hallo.
Achso, ja, zum Schlafen musst du geschützt sein, habe ich schon wieder vergessen. Ist doch klar, verstehen wir doch, verstehen wir doch. Gib mir mal. Wir könnten theoretisch. Müssen wir uns gleich mal angucken, wie es aussieht. Also das finde ich gut, dass das Spiel hier nicht so extrem rumeiert. Weißt du, ein kleines Dach oben drauf ist, ist das Spiel glücklich. Und wir sind es auch. Eigentlich ist das richtige Plätzle für dich, gell? Haben wir auch schon gedacht. Super, ich habe eigentlich gepennt, dass es hell wird. Weil ich muss das ganz kurz ein bisschen wirken lassen. Also klar, vorne breite Front. Hier hätte man noch Platz für ein Gatle irgendwie oder so. Nee, das ist eigentlich gar keine Frage. Ich sehe es gerade direkt vor mir. Ich sehe es gerade direkt vor mir, dass es nicht so wird, wie ich es will. Wir machen hier... Wir müssen es miteinander verbinden. Warum nicht? Wir können es uns ja mal angucken. So viel Mats haben wir auf jeden Fall. So, wir verbinden es miteinander. Du kommst dann halt von mir aus später hier auch noch mit rein. Wir können hier einen offenen Laufbereich lassen. Das können wir hinmachen. Das geht. So eine Art Zwischenterrasse. Die Frage ist, wie breit die dann sein soll. Pass mal auf, ich mach mal... Wir machen es jetzt so, wie wir es angefangen haben. Eine Hälfte zu, ja? So. Oh. Kein Holz mehr. Unglaublich. Unglaublich. Ha, scheiße, das hätte ich jetzt halt schon noch gern probiert. Die jetzt hier alle wieder wegnehmen. Ich will nur wissen, wie es aussieht. Weißt du? Das ist ja gleich wieder aufgebaut hier. Kriegst du da überhaupt Holz? Ja, aber nicht so viel, gell, wie du gerne hättest. Schon klar, schon klar. Ist mir doch schon klar. Mach's wenigstens mal 4 Bauwerke. Achso, das ist die Anzahl. Ich dachte gerade, ich habe doch mehrmals. So. Wie sieht denn das Dach von außen aus? Ich muss gucken. Ja, es hat halt schon was. Wobei, das hätte ich mir dann jetzt eher grün vorgestellt. Das machen wir vielleicht auch so. Wenn ich mir jetzt hier einen offenen Bereich lasse. Jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Zum Laufen. Dann müsste der eigentlich auf 3 sein. Müsste der eigentlich auf 3 sein, so ein Laufbereich. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wir nehmen mal die billigen. Holz und Fasern. Also egal. Kosten alle. Machen wir hier mal so eine mittige Aufgangsstufe. Wir müssen gleich Mats holen. Dann kommst du hier so rein. 3 Stück als Laufrand. Ich muss gucken, wie es aussieht, ne? Dann würde ich das hier so machen. Außenbereich. Außenbereich. Und hier würde ich dann zusammenfahren wieder. Ich kann nur noch 2 Holzwände. Wobei das ja nachher egal ist, wenn das muss ja nicht geschützt sein. Ich könnte es nämlich ein bisschen offener gestalten hier, wenn ich das will. Und dann könnte man das nämlich auch so machen, Leute. Mit solchen Torbögen. Dann kommst du nämlich vom Innenhaus auf einen Außenbereich und dann ins Hochregallager. Und hier haben wir eine Art Terrasse. Jupp, das gefällt mir. So machen wir es. Die einzige Geschichte, was ich noch nicht weiß, ich würde das Lager nicht noch viel höher machen. Ne? Wenn ich da noch eine Etage reinziehe, dann ist Finale. Und eine Etage bedeutet, hier haben wir eine Zwischenetage, Hauptetage, dass ich da nochmal eine Zwischenetage reinbaue, damit es hinten, also ist rein für die Optik, damit es durchschimmert. Ne? Ja, jetzt gehen wir noch ein bisschen Mats holen und machen aber gleich mal Inventur für die... Wenn das mir mit dem Dächle hier nicht so gut gefallen hätte, dass oben drüber nochmal so ein Fenster ist, hätte ich gesagt, wir machen es tiefer. Ne? Wir hätten es aber auch... Na, jetzt egal. Jetzt ist es egal. Wir hätten es aber auf die Ebene setzen können hier. Aber mir haben doch diese Säulen hier so gut gefallen. Leute, jetzt gehen wir Materialien holen. Pass mal auf, wenn wir zu dieser Spinne wollen. Jetzt muss ich mal ganz kurz ins Lager. Ja, ihr seht hier, es hält schon eine Weile alles aus. Ja? Hier müssen wir dann oben überdachen. Hier muss auf jeden Fall ein Dach drüber, sonst geht es uns kaputt, ne? Ich muss dann mal gucken mit den Elementen. Einmal durchreparieren und dann ziehen wir das Dach demnächst drauf. Hier zum Beispiel, ne? Hier müsste ich schon reparieren.
Aber das geht, das kriegen wir hin. Das machen wir nach der Spinne, ziehen wir das Dach drauf. Ich besorge den Matzen, dann passt es. Gut. Das wird. Also, nochmal für uns. Jetzt gehen wir erstmal alles durchreparieren. Die Spinne, habe ich mir das nicht irgendwo rausgeschrieben? Die Spinne macht, glaube ich, Schwertschaden. Wenn ich das richtig weiß. Wenn ich es richtig weiß. Warte mal, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ach ja, ist halt alles nur umgestellt jetzt nicht. Zwei Holz bräuchte ich. Das habe ich jetzt aber nicht. Zwei Holz. Mal einfach nur so, weil du es gerne willst. Ich kann dir das hier anbieten. Ein Holz habe ich dir rausgeholt. Ein ganzes aber. Das reiße ich jetzt auf keinen Fall ab. Jo, leg mir Marsch. Machen wir halt nur eins weg. So. Vorbereitungen Spinne. Morgen machen wir auf jeden Fall die Spinne. Also, erster Try. Ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, aber ich nehme es jetzt einfach mal an. So, repariert ist alles. Wenn die Spinne Schwertschaden macht. Was waren hier? Weil ich habe schon das Gefühl, das wäre die richtige, ne? Durchbohrungswiderstand haben wir hier 3%. Und auf unserer Klingenschaden. Dann wäre das die Rüstung gegen die Spinne, meiner Meinung nach. Ich prüfe das aber nochmal. Also entweder die Rüstung oder die andere ziehen wir an. Waffentechnisch, das Beste vom Besten haben wir. Es gibt, glaube ich, keine, die ich jetzt bauen kann, die uns weiterbringen würden. Ne? Ich gucke mal ganz kurz durch. Das ist alles Feuersteinzeug. Und hier ist Chitin. Die Chitin-Sachen haben wir ja alle, oder? Chitin-Axt, Feuerstein-Spitzhacke. Gab es da eine bessere aus Chitin? Ich habe das nur nicht gesehen. Glaub nicht, gell? Die Grashüpfersense. Ne, nee, waffentechnisch sind wir ganz gut ausgerüstet. Dann würde ich behaupten, dass wir das morgen einfach probieren. Jetzt schauen wir mal kurz gegen Giftzeugs. Ah, hier ist ja noch Holz. Dann können wir das auch noch ganz kurz hier einmal fertig checken. Dann weiß ich es auf jeden Fall für morgen, weißt du? Dass man da so eine Art Bogengeschichte macht, bis... Das könnte ich mir vorstellen. Und dann würde ich hier nämlich aber ein Dings reinsetzen. Oh, das müssen wir kurz probieren. Ne, der war nicht schön. Kannst du hier auch? Und hier auch? Kann mich... Das darf ich bestimmt, dass ich da einen oben drauf setze, oder? Komm, wir probieren das noch kurz. Jetzt habe ich wieder eine Idee gekriegt gerade. Da will ich jetzt nicht warten, bis mir die wieder entfallen ist. Ja, ich finde die nicht ideal gelungen, wenn man die übereinander setzt, aber das verliert sich dann. Ja, geht's. Jetzt gefallen mir die aber richtig gut, die Dachdinger. Problem ist, dass wir da ziemlich hoch sind, ne? Eigentlich ist es kein Problem. Eigentlich ist es kein Problem. Das sieht richtig gut aus, gefällt mir. Ich muss nur außen noch stylmäßig das irgendwie hinkriegen. Wenn mir da eine Leiter nenne. Gut, die Säule da hinten verschwindet. Wenn wir hier die Kuppel... Dann müssen wir jetzt hier auf Flachdach rüber, ne? Dann müssen wir hier auf diese Dachsorte rüber. Wenn ich dann noch eine Terrasse drauf will, bin ich zu hoch. Das kommt aber schon gut. Das geht jetzt nicht, ne? Aha. Strukturelle Integrität. Vorbei? Gibt es nie mehr Probleme, oder wie? Warte mal kurz, ich muss das von oben angucken.
Tja, Leute, ich bin zufrieden. Wenn ich sehe es halt im inneren Auge schon, wie es weiter ausgebaut dann aussehen wird, ne? Es wird aber ein Riesenlappen. Ich glaube, ich kann das auch gar nicht anders. Ich merke, wenn ich was Kleines baue, wie ich unzufrieden bin, weil das ein wichtiger Bestandteil ist von den Spielen, die ich so spiele, dass man bauen kann, ne? Kann ich eigentlich auf dem Zeppelin landen? Nee, schade. Jo, und dann mit in den Türmlern, das wird doch gut! Mit der Dachterrasse wird wahrscheinlich... Oh, weißt du was? Ich bin so ein Held. Klar, wird es mit der Dachterrasse gehen. Die ist mittig. Die Terrasse wird mittig sein. Die Terrasse wird mittig sein. Ha ja, jetzt habe ich es gerade gesehen, weil ich mich mal ein bisschen rausgenommen habe und von oben geschaut habe. Die Terrasse wird mittig sein, klarer Fall. Den Gang unten, den musst du nicht so hoch haben. Gib mir meine Mats zurück. Du brauchst meine Hölzer nicht. So wird's. Die muss dann später sowieso woanders hin. Nur mal gucken, habe ich die Mats jetzt noch, um das zu testen? Ich habe nur noch 4. Ich könnte es hier kurz, denke ich mal, testen. So, und dann musst du dir nämlich vorstellen, dass dann jetzt... Ich kann natürlich dann da noch weiter rundeln. Rundeln kann ich, bis ich keinen Bock mehr habe. Kann ich auch hier rundeln. Ja, ja, geht es. So, und das muss man sich jetzt halt vorstellen, als wäre es schon fertig, was es ja noch nicht ist. Wie jetzt? Kommst du mir wieder mit? No, ich habe kein Material mehr. Für ein scheiß Stückle Zaun her, was schon der Löwes. Ihr wisst, glaube ich, aber, was ich machen will, ne? So, dann haben wir nämlich den Charakter links und rechts, wird es trotzdem die Höhe haben. Ich werde optisch wahrscheinlich den Außen noch höher ziehen. Ja, dann ist es so zwei geböbelte Wellen. Dann geht es hinten Richtung Dach. Und dann haben wir hier zwei schöne Handwerksbereiche, haben unten ein bisschen was zum Ausgestalten und hinten kommt dann auch das Hochregallager richtig raus. Das wird... Das wird. Und weil ich jetzt nichts pressen will und mir Materialien halt fehlen ohne Ende, würde ich sagen, einmal ganz kurzer Check, was ich bräuchte für dieses... Jo, ich habe gesehen, den habe ich da rausgenommen. Halt, du hast doch die Apotheke drüben. Jetzt geht's schon los. Ah, es geht schon los. Also hier schon mal für mich, ich habe 9 Heiltränke. Ich weiß nicht, ob die reichen werden. Dieses Gegengift macht eine Sofortentfernung von Gift. Damit kriege ich den Gift-Buff weg, ne? Giftdrüse, Saatöl, gekochter Pilz. Giftwiderstand, hier haben wir 66%, hier 33%, also wäre es der hier. Und der hebt 600 Sekunden. Ich würde jetzt mal dreimal sterben mit einrechnen, also machen wir uns 3 davon. Das sind 6 Giftdrüsen und 6 gekochter Pilz. Und dieses Sofortentferner würde ich. Wir müssen also gekochten Giftpilz besorgen. Plus hier noch ein bisschen. Also, und vielleicht noch ein Ausdauertonikum. Ich würde sagen, dieses sofortiges Gift entfernen, dass wir den Giftbuff wegkriegen, so 3 bis 4 Stück. Giftwiderstand, falls ich sterbe und nicht neu vom Backup losgehe, so 2, 3. Gesundheitselixiere würde ich sagen, dass wir 10 haben. Und dann noch 1, 2 Ausdauertonikum. Und dann gehen wir einfach hin. Und ich kruschel jetzt alles zusammen, was ich habe. Ja, und da ich jetzt doppelte Materialien farmen müsste, also einmal fürs Haus und einmal für die Spinne, würde ich morgen eine Mischfolge machen. Wir gehen gemeinsam rein, besorgen die Reste, die ich brauche, richten unsere Potions, machen den Boss. Haben wir hinten raus noch Zeit, machen wir am Häusle weiter. So würde ich das jetzt einfach mal festlegen. Ich bin sehr gespannt. So Leute, freue ich mich auf morgen. Bis dann.